Hallo, grüß dich. Heute würde ich gern mit dir zum Thema Weiblichkeit sprechen. Sehr oft habe ich die Fragen in meinen Beratungen, wie geht es überhaupt mit der Weiblichkeit? Und ich will meine Weiblichkeit finden, ich will sie leben, ich will mein Frausein leben. Das, was die Frauen dann kennen, ist sehr viel Erschöpfung, Stress, Frust in Beziehungen oder gar keine Beziehung, wenig Erfüllung, wenig Freude im Leben und manchmal sogar schon so eine, ja, so eine Depression, so eine Resignation, wie was soll mein Leben überhaupt noch, wenn es eigentlich gar nicht richtig schön ist. Und ich kenne das persönlich von mir auch aus sehr vielen Jahren und ich spürte schon immer irgendwie so ein Gefühl gehabt, so dieser Schlüssel zu dieser Weiblichkeit, zu dieser Frau, die da einfach ist und erfüllt ist und ihr Leben lebt und die was ausstrahlt, der man das auch ansieht, dass sie sich mag und schön ist, da muss was dran sein. Und ja, da ist was dran und der eigentlich ganz einfache Schlüssel ist, du findest diese Weiblichkeit und diese Ausstrahlung in dir. Du findest dieses Zuhause, deine Tiefe, deine Liebe und auch dieses Fließen, auch schon fast was Lustvolles, wenn deine Pole offen sind, im Sinne von Lebensfreude, von ich mache das jetzt und auch Inspirationen, das ist alles in dir. Das Problem ist aber, dass wir, dass die meisten von uns und vor allen Dingen unsere Mütter und Großmütter sehr, sehr lange als Frauen unterdrückt wurden, missbraucht wurden und dass es natürlich auch sehr, sehr lange und sehr viel sexuelle Gewalt gab. Auch ich selbst kenne sexuelle Gewalt persönlich von Baby an bis ungefähr 5, 6 Jahre. Und es war einfach auch in meiner Familie immer wieder Thema. Und natürlich auch bei sehr, sehr vielen meiner Kundinnen. Inzwischen begleite ich fast 17 Jahre und ich schätze so 6.000, 7.000 Beratungsstunden und habe einfach sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich. Und die meisten, die von sich getrennt sind und sich nicht spüren oder zu wenig spüren und auf der Suche nach der Weiblichkeit sind, haben Angst davor, in ihre Tiefe zu kommen. Und sie haben Angst davor, wirklich sich selber und ihren Körper zu spüren. Und du brauchst aber deinen Körper und du brauchst diese Tiefe in dir und diesen Umgang, dass du lernen kannst, mit dir und deinen Gefühlen umzugehen. Genau das habe ich gelernt. Und übrigens war lernen zu wollen, einer der größten Game Changer, den ich hatte. Aus dieser Resignation und dieser Verzweiflung rauszukommen und zu sagen, ich will lernen, wie ich glücklich bin. Ich will lernen, wie ich mich erfüllt fühle, wie mein Leben schöner wird. Und ich will auch lernen, wie ich glücklich und erfüllt in Beziehung sein kann. Und natürlich sind Beziehungen der Schlüssel für Glück. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Liebesbeziehung allen voran, aber auch jegliche andere Beziehungen, die wir erleben. Auch wir beide haben jetzt so ein bisschen eine Beziehung, weil ich zu dir spreche, weil ich dich einlade, wie auch du bestimmt noch andere Beziehungen hast mit Freundinnen, in der Arbeit, in der Familie. Und Weiblichkeit bedeutet, dass du weich werden kannst, dass du dich fühlst, dass du gut zu dir bist, dass du eine gute Fürsorge für dich hast. Das beginnt mit der Ernährung, dem Nähren, dass du dich gut bewegst, dass du deinen Körper berührst und auch wieder spürst und fühlst. Und auch ein Stück weit, dass du dich schön machst. Zumindest so, nicht so dieses Klassische mit High Heels und sonst irgendwas. Und wenn dir das gefällt, ja, aber dieses Irdische, ich mache das Beste aus mir. Und gleichzeitig sind wir als Frauen auch mit der Erde verwurzelt. Gab es aber in unserer Familie und aktuell haben wir eine Skorpionzeit, wir sind auch kurz vor einer Skorpion-Neumondin.
wo es auch um dieses Thema geht. Aber egal, wann du dieses Video anschaust, und die Skorpion-Themen sind immer wieder angetriggert in dem Sinne. Es geht um deine Tiefe in dir. Und wenn du als Kind Traumaprägungen erlebt hast, das heißt Erfahrungen, die für dich zu viel waren, zu laut, zu schmerzhaft, überwältigend, dann kann es sein, dass du damals in dem Moment und dass dein Schutzsystem deinen Körper verlassen hat. Das geht ganz schnell. Zack, bist du draußen. Und wenn dann in deiner Familie öfter was passiert oder auch Schlimmeres passiert, dann bist du von dir, von deinem Körper und deinem Bewusstsein getrennt. Kennst du das? Und dann versucht der Körper verzweifelt, dir Botschaften zu senden. Oder auch diese kleinen Ich-Anteile, die sind zwar abgespalten, aber die sind nicht weg. Auch die versuchen verzweifelt, dir Botschaften zu senden. Und wie machen die das? Die machen das über Angstgefühle, über Scham, dass du dich auf einmal erstarrt fühlst oder komisch fühlst. Das sind Hilfeschreie. Und die werden natürlich meistens in Beziehung oder in nahen Beziehungen ausgelöst, weil da kommen wir einfach in eine ganz andere Nähe. Und für unsere gesunde Weiblichkeit ist es gut, dass du ein Ich-Bewusstsein entwickelst, wo du dich dem stellen magst. Das heißt, wo du lernst, dass du bewusst da bleibst, dass du bewusst dich erforschen möchtest und den Raum öffnen und hinspüren möchtest. Wie war denn das für mich als Kind? Eine Neugierde ist ein ganz gesundes Element. Und dann kannst du als erwachsener Mensch und als erwachsene Frau gleichzeitig von diesem erwachsenen Ich-Bewusstsein heraus zu dem kindlichen Ich-Bewusstsein hinspüren. Das geht auf zwei Ebenen gleichzeitig. Und wenn wir das noch nicht können, rutschen wir rein in diese kindlichen Gefühle. Dann fühlen wir uns auf einmal beschämt, falsch, der Körper wird eng, wir strengen uns an und wir sind wieder im Kopf. Und das ist eine starke Yang-Dynamik, die wir dann annehmen, auch über Funktionieren und Leisten. Und dieses Yin-Wesen und diese Yin-Kraft lernst du und hol dir gerne Unterstützung. Hol dir jemand, der dich begleiten kann, oder hol dir, ich habe zum Beispiel auch Heiltrancen, ich biete 1:1 an und die Videos für dich. Immer wieder. Auch auf Instagram kleine Reels. Und stell Fragen, bring dich ein. Damit entwickelst du dein erwachsenes Ich-Bewusstsein als Frau. Dein Yin-Bewusstsein. Und von dem aus kannst du lernen, dass dieses kindliche Gefühl von Angst und Scham definitiv absolut überwältigend war. Und da kann sogar Todesangst dabei sein. Und wir als Kinder wären wir dran gestorben, hätten wir das bewusst wahrgenommen. Vor allem, wenn es sexuelle Gewalt, sexuelle Übergriffe, Ablehnung, Verrat, Gewalt, Bedrohung gegeben hat. Du wärst daran, dein System hätte das nicht verarbeiten können. Und das fühlt sich heute noch so an, wenn du damit in Verbindung kommst. Lebensbedrohlich. Und wenn du aber bewusst und wach und klar wirst, dann kannst du erkennen, okay, wenn der Partner jetzt sich gerade nicht meldet oder die Situation herausfordernd ist, im Grunde ist es nicht wirklich lebensbedrohlich. Da muss es noch eine andere Geschichte dazu geben. Oder eben einen kindlichen Anteil, eine Prägung in mir, die sich so anfühlt. Wie geht's dir damit? Dieses Bewusstsein zu entwickeln, ist für mich der Schritt für Weiblichkeit schlechthin, weil du lernst damit deine Emotionen, die wir einfach als Frauen sehr viel stärker haben und die uns ja auch ausmachen ein Stück weit. Du lernst, sie zu verstehen und du lernst, deine Emotionen zu regulieren. Auch dabei unterstütze ich dich gern. Auch das können wir lernen.
Und dann wird es wie in Ordnung gebracht. Du reflektierst dich, das ist Yin-Reflexion, du übernimmst Verantwortung, du kommst aus der Opferhaltung raus, du hörst auf zu projizieren, sondern du bist einfach zu 100% bei dir und in deiner Tiefe. Und das ist einfach total schön. Und nein, es ist nicht immer schön. Manchmal tut es tatsächlich weh und ist auch manchmal anstrengend, wenn wieder was hochkommt. Aber das kannst du lernen, es auszuhalten, das zu fühlen, dir Halt zu geben. Du machst ein Containment für dich. Du bietest dir selber einen Raum und einen Rahmen. Und mir hat es so sehr geholfen, diese beiden Ebenen zu erkennen und auch das zu entwickeln, diese erwachsene Ebene, was wir übrigens in den Anliegenaufstellungen auch sehr, sehr gut sehen und du das gut erkennen kannst. Aber es ist auch so möglich, dich zu spüren, hier ist mein erwachsenes Bewusstsein. Und da muss was ganz Kindliches, Kleines, Hilfloses sein, was überwältigt war und überwältigt ist. Und das lernst du zu sehen. Du öffnest dein Herz für dich und du lernst dich anzunehmen. Und du gibst dir dann Schutz und Halt. Und das ist Heilung und Transformation. Und dann kommst du automatisch in deine Tiefe, in deinen Bauch, der wird weich. Und du rutschst in deinen Schoßraum rein, nach und nach. Je nachdem, wie viele Traumaprägungen du hattest, dauert es vielleicht eine Weile. Aber da ist als Frau unsere Kraft und auch ein Stück weit unser Zuhause. Und dann kann sich das alles in dir verbinden und fließen. Und aus dem raus kannst du dann weich leben, fließend leben, aber auch klar und selbstbestimmt. Und du merkst schon, da kommt dann auch so eine Ausstrahlung, eine Anziehung, weil die Pole offen sind. Weil ich dann auch mein Leben so gestalte, wie ich möchte. Schritt für Schritt. Und auch in Verbindung mit meiner Seele kommen. Mit meiner Seele, die den weiblichen Weg gewählt hat und die mir einen weiblichen Körper gegeben hat oder ich diesen weiblichen Körper bekommen habe, den ich liebe und pflege. Und damit wirklich auch anziehend und einladend. Meine Schwingung wird höher. Ich heb sie an. Das Liebe, das Dankbarkeit, das auch was Lustvolles, das Verständnis. Und aus dem raus wirken wir anziehend für Kundinnen, Kunden, einladen, für einen Partner, für das, was du dir wünschst. Und wir können auch dann Vorbild sein mit einer gesunden Weiblichkeit für andere Frauen. Ihnen Verständnis zeigen, aber auf Opferhaltungen, auf Drama, auf Verurteilen, auf, und dann ist es doch einfach immer wieder die Opferhaltung, nicht mehr einsteigen, sondern zu sagen, nein, da mache ich nicht mehr mit. Ich suche mir einen Weg, der verantwortungsvoll ist, der gut ist für alle Beteiligten und ich lebe dann einfach in Freude. Geht's dir damit? Und diese Ordnung, diese Tiefe, die sich einstellt, hier sind wir wieder beim Skorpion, die geht ja dann nicht mehr verloren. Und das eine oder andere Erinnerung kann dann schon noch kommen, aber das ist deine Bindung und das macht mein Frausein aus. Das ist weiblich, zumindest ein Teil, was mir dazu einfällt. Schreib mir gerne, wie es dir damit geht, ob du Fragen hast und was vielleicht für dich auch noch deine Weiblichkeit ausmacht oder auch, wo du gerne noch etwas lernen möchtest. Von Herzen danke für deine Zeit. Möge uns miteinander und jeder für sich Heilung gelingen. Von Herzen deine Sabine.